Und da lassen wir in gewisser Hinsicht auch ein bisschen die Muckis spielen. Matthias Goeth hat den Weg zu uns in Studio gefunden, Kraftsportler, und gleichzeitig hat er auch ein gutes Herz. Schönen guten Morgen. Wunderschönen guten Morgen, danke für die Einladung. Wir hatten schon mal die Ehre, es gibt diverse Projekte, die du unterstützt. Vor allem hilfst du gerne den Menschen, die es am meisten brauchen, und setzt dazu deine Kraft ein. Sprich einmal generell über dein Projekt und vielleicht auch in weiterer Folge, was dann Anfang August auf dich wartet. Genau, also am 4. August wird anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Salzburgrings, dieses Mal mit dem Bundesheer, also wird eine richtig große Veranstaltung, mit dem österreichischen Bundesheer ein LKW gezogen. LKW wäre jetzt zu langweilig und auch zu leicht, deswegen haben wir gesagt, okay, wir müssen etwas Spezielles machen, um wirklich die Leute dort hinzulocken. Und deswegen wird an diesem Panzer noch an diesen LKW noch ein Panzer angehängt. Somit kommen wir auf eine Anhängelast ungefähr von über 50 Tonnen. Und dieses Geschwader werde ich dann versuchen, so weit wie möglich zu ziehen. Für die Familie aus Oberösterreich, wo wir schon im Mai in Wien gespendet haben, wo wirklich eine große Summe zusammengekommen ist. Aber wir wollen die Summe nochmal erhöhen und deswegen nochmal das Event am 4. August. Wie groß ist da die Summe bis jetzt und was sind deine Erwartungen? Welchen Wert würdest du gerne erzielen? Die Erwartungen sind immer schwer, weil beim Vienna Bodyweight Day waren zwischen 5.000 und 6.000 Zuseher. Da haben wir jetzt Spenden gesammelt von ca. 6.000 Euro. Und beim Salzburgring, beim Event am 4. August, rechne ich mit einer deutlich höheren Spendeneinnahme, weil dort sind laut Veranstalter zwischen 15.000 und 20.000 Menschen. Das heißt, wir haben eine riesengroße Anzahl an Menschen vor Ort, wo wir vor Ort mit unseren Promotion-Ladies dann die Spenden einsammeln werden, nach dem Event, vor dem Event, werden das richtig pushen, und da möchte ich mindestens eine Verdoppelung vom Betrag in Wien, also zwischen 10.000 und 12.000 Euro sollten schon zusammenkommen dieses Mal. Also ich als Frau wüsste ja jetzt, du könntest mich tragen, wenn du einen LKW ziehen kannst. Mich interessiert, wie oft trainierst du dafür? Also woher kommt auch diese Institution, dass du das überhaupt machst? Das ist vor ungefähr 2 Jahren entstanden, wo ich gesehen habe, dass Pokale und Urkunden mir nicht wirklich viel geben. Ja? Und ich habe schon immer was für andere Menschen offen gehabt, ob das jetzt kleinere waren, schwächere waren, beeinträchtigte waren. Ich habe schon immer was offen gehabt für Menschen, denen es nicht so gut geht. Und wie ich dann das erste Event selber organisiert habe, mit der Auer damals, wo ich den A320 gezogen habe, habe ich gemerkt, was für eine Power da dahinter ist, wenn du nicht für dich ziehst, sondern wie sich immer nenne, für einen höheren Grund trainierst und du weißt, du gehst ins Fitnessstudio, obwohl du keine Zeit hast, obwohl du, so wie gestern, 9 Stunden Autofahrt von der Schweiz, dann gleich ins Studio, keine Energie hast, aber du weißt, du musst es tun, weil am 4. August zählen die Leute auf dich und das ist alles für einen guten Zweck und das spornt einen so richtig an. Ja. Und deine Familie aus Oberösterreich profitiert jetzt schon ein bisschen davon. Was konntest du ihr bis jetzt bieten? Also was hat dieses Geld ermöglicht? Genau, also dieses vom Geld her werden für die 4 Kinder unterschiedliche Sachen gekauft. Ja. Wir werden jetzt auch im Sommer zu der Familie mal hinfahren, um zu sehen, einfach, wo können sie das Geld am besten gebrauchen, wo können wir ihnen am besten helfen, wo sie es genau eingesetzt haben. Das weiß ich jetzt nicht. Ja. Sie haben es auf alle Fälle bekommen. Aber was für die Kinder und für die Familie, glaube ich, auch das Schöne war, war das Erlebnis am Vienna Bodyweight Day. Wie die Kinder im Mittelpunkt standen, wie sie im Auto hinten drin saßen und das Auto wurde aufgehoben von mir und sie sind im Mittelpunkt gestanden. Also das war richtig für die Kinder, glaube ich, ein sehr fassender Moment. Und wie sieht die Zukunft aus? Stehen da noch weitere Projekte an, beziehungsweise auch andere Einrichtungen, denen du helfen möchtest? Natürlich, wir werden das Ganze forcieren. Also das Ganze wird auch über die Grenzen Österreichs hinausgehen. Ich möchte das weltweit forcieren. Ich habe vor, glaube ich, 2 oder 3 Tagen ein Angebot bekommen für ein Hilfsprojekt in Kenia. Das muss ich mir noch ansehen, weil für mich ist Transparenz immer sehr, sehr wichtig. Ich möchte die Projekte selber sehen und auch sehen, wo das Geld hingeht. Ich möchte nicht irgendwo einen Mittelsmann bezahlen, sondern wirklich immer B2B. Aber diese Projekte werden jetzt wirklich forciert. Wir werden im Winter ein Projekt machen in der Schweiz und dann schauen, wie es so vorangeht. Ja. Aber das nächste wird sein, jetzt haben wir gehabt Wasser, Luft, jetzt haben wir Panzer gehabt. Bleibt nicht mehr viel übrig, ja? Es ist nicht mehr so viel. Autos haben wir schon gehabt. Also wenn euch was einfällt, bitte, dann sag es mir. So 1000 Frauen. Ganze Häuser.
Könnte man auch machen. Ja. Warum nicht? Ja. Wir helfen auf jeden Fall gerne nach. Vielleicht noch zum Abschluss, Salzburger Ring 50 Jahre wird wahrscheinlich auch ein riesengroßes Event sein. Weißt du, was da sonst noch alles vor Ort sein wird? Genau, also die Polizei wird dort eine sehr große Ausstellung haben mit der Cobra. Das Bundesheer wird die Pioniere vorstellen, also das Militärkommando Salzburg, was mich ja tatkräftig unterstützt, wird dort die Pioniersarbeit ausstellen, wie so Pioniere arbeiten. Dann wird dort sein, die Air Race Piloten werden fliegen, die werden auch dieses Event eröffnen, also am 4. August um 14.30 Uhr startet das Panzerziehen, das Special Tank Pooling, wie es wir nennen, und eröffnen wird das Ganze, werden das die Air Race Piloten oberbei und dann starten wir unten los mit dem Paukenschlag zum Ziehen. Also dann werden auch noch dort sein, Stuntfahrer werden dort sein von KTM, ein Nesca-Auto ist dort, also wirklich für alle was geboten. Und deswegen zahlt sich das sicher aus, wenn man am 4. August dort vorbeischaut. Matthias, vielen Dank für deinen Besuch, ganz starkes Herz, viel Erfolg für deine weiteren Vorhaben und damit auch nachhaltig weitere Menschen davon profitieren können. Weitere Informationen gibt es natürlich bei uns auch online nachzulesen. Wir gehen jetzt in eine ganz kurze Werbepause und sind dann gleich wieder zurück mit den Nachrichten des Tages. Bis gleich.